So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker und diesmal, wie letztes Mal gesagt, Super Vicaris World. 5 Level hat er gebaut, gucken wir mal rein, was uns so erwartet. 4 Leben kriegen wir am Anfang, okay. The Legend of Propeller Box. Mütze. Wir wollen mal so spielen. Oh mein Gott, wie viele rote Mütze. Oh mein Gott. Okay. Kann ich da rein? Nein. Ich wette, die roten Münzen sind nur für einen Bonus, aber ich wollte gerade sagen, wir wollen mal so spielen, als müsste man alles mitnehmen. Das bedeutet auch... Nein, ich wollte die mitnehmen. Na, weg ist sie. Oh, okay, da wollte ich noch nicht rein. Aber ich kann auch wieder... Wait, das ist nur für einen Bonus. Okay, dann können wir das gleich machen. Das ist ja... oh Mist, ich muss das andersrum... Oh Mist. Ja, gut. Ach, da wäre wieder eine rausgekommen. Okay, cool. Sehr freundlich. Sehr freundlich, dass da wieder eine rauskommen würde. Finde ich gut. So, jetzt aber. Nice. Sehr gut. So, jetzt muss ich nur wieder zurückkommen. Dann haben wir nichts verloren. Easy. Okay. Hier gibt es Coins. Und da drüben gibt es eine rote Coin. Oh nein! Ach, ich habe ja... ich kann ja mehrmals. Guten Morgen. Ich weiß, wie man das Spiel spielt. Oh, Junge. Hier gehen wir so zurück. Vielleicht gehen wir auch nicht so zurück. Nice. Da oben kann ich bestimmt auch rein. Nice. Okay. Sehr gut, Leben sind wichtig. Ich nehme jetzt nicht jede einzelne Kiste mit, aber ein paar nehme ich schon mit. So. Okay, erstmal das da. Ja gut, die brauche ich ja gar nicht, wenn ich den Propeller habe. Da unten ist eine, die ist gefährlich. Naja, so gefährlich ist sie nicht. Wir haben ja mehrere Dreher, um wieder hochzukommen. Da kann ich rein. Oh je. Jetzt geht's aber hier unten auch weiter. Und da komme ich nicht mehr zurück. Dann muss ich erst in die Röhre gucken. Dann muss ich erst in die Röhre gucken. Oh, Junge. Okay, so, zack, 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 zack. Yo! Nice. Kann die da durch? Das wäre schief gegangen, die kann da durch. Huch.
Okay. So, jetzt muss ich aber nochmal zurück, weil wir haben was verpasst, glaube ich. Und zwar einmal muss ich die Röhre hier abchecken. Okay. Und dann muss ich da oben checken. Was hier noch ist. Nichts. Okay. Ich hab's versucht. Will ich die mal wegmachen? Ich will die jetzt mal wegmachen. Ich will mal gucken, ob da irgendwas versteckt ist. Nein. Okay. Dann gehen wir jetzt in den Checkpoint. Okay, hier geht's nicht rein. Das war jetzt nicht so gut, aber da drüben kriege ich eine neue. Sehr gut. Aber irgendwas war da unten. Nee, gar nichts war da unten. Dachte, ich hätte da was gesehen. Ach so. Nein. Wenn du merkst, dass du einen Fehler machst und nicht mehr zurück kannst. So, nochmal. Oh boy. Oh nee. Oh. meine Ungeduld. So viel zur Ungeduld. Man kann es auf schwierig spielen. Oh Gott. Oder halt auch nicht. Aber ich entscheide mich für schwierig. Ich frage mich, ob man mit einem Weitsprung... Nee, ich glaube nicht. Oh je. Oh Gott, oh Gott. Okay. Warte ich überhaupt? Worauf warte ich überhaupt? Kann dahinter was sein? Nein. Okay. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich weiß es wirklich nicht. Oh je. Oh je. Okay. Alles gut. Wir kriegen hier wieder einen. Alles gut. Ich habe alles im Griff. So. Es kann auch angenehm sein. Ich weiß doch. Warum habe ich da eine Stampfattacke? Oh Gott, das wollte ich nicht. Was treibe ich da? Hi, hi. Okay, ich kann hier oben in die Röhre rein. Dann gehen wir erstmal da rein. Bonus. Ah, das ist okay, verstanden. Ich muss ihm den Weg ebnen. Und dann gibt er mir zur Belohnung eine wunderschöne rote Münze. Hm. Drei Stück noch. Das da ist die Belohnung für die roten Münzen. Nice. Gefällt mir. Nehme ich mit auf jeden Fall.
nehme ich mit auf jeden Fall. Haben wir gerade einfach mal geteasert bekommen. Oh oh. Da ist eine. Da ist nichts. Okay. Aber wir sammeln schon mal gut Leben dann in der ersten Stage. Ich würde ja, wie gesagt, das gerne so spielen, wie wenn es wirklich eine Welt wäre. Heißt im Endeffekt, ich möchte nicht Game Over gehen. Klar, es würde nichts passieren, wenn ich Game Over gehe, aber ich würde es gerne halt vom Gefühl her so spielen. Ja, wie wenn es eine Welt wäre und man es schon am Stück schaffen muss. Dann fühlt es sich nämlich auch besser an, die Leben und so weiter alles mit. Oh boy. Okay. Die Leben und so weiter mitzunehmen. Was willst du denn? Mach dich mal weg da. Ah, die müssen da unten sterben. Oder nur der eine. Tschüss. Hey, wo ist der andere? Ach, schon vermutlich schon verstorben. Okay, hier ist keine rote Münze mehr. Ich hoffe, ich habe keine verpasst. Wäre ärgerlich. Dann kann ich mir den schönen Bonus nämlich nicht holen. Nice. We did it. Yay. Das räumen wir jetzt aber komplett aus. Da lassen wir nichts übrig. So. Und die 50er-Coin nehmen wir auch noch mit. Ja gut, ich wollte eigentlich das Leben da oben auch noch mitnehmen, aber so geht's auch. Ich hatte die Wahl zwischen 50er-Coin und Leben und habe mich dann für die 50er-Coin entschieden. Sehr schönes Level. Weiter geht's. Entschuldigung. Propeller contra Goomba. Okay. Also ich will die Propellermütze nehmen und die Goombas nicht einsammeln. I see. Gib wieder 5 rote Münzen. Okay, Seiten sind egal. Hier sind die Seiten auch egal. Jo, okay, gut. Ah, vielleicht sind die hier jetzt mal obligatorisch, die roten Münzen. Das sieht fast so aus. Ja. Das war knapp. Aber alles gut. Hui. Ach so, jetzt ist er verstanden. So muss es sein. Jetzt muss ich da durch. Dann habe ich noch den anderen Weg. Jetzt ist hier nämlich offen und jetzt ist hier offen. Ah ja, und dann kommt da hier die andere Münze her. Okay, cool. Nicht den Propeller verlieren. Ich bin so doof. Holy moly, wieso bin ich einfach... Wieso bin ich da jetzt einfach reingelaufen? Oh je.
nicht irgendwo noch mal einen... Ah, okay. Alles gut, wir haben nichts verloren. Oh. Okay, zack. Vier und dann haben wir da unten gleich die fünf. Und mit da unten meine ich hier oben. Plop, plop, zack. Sehr schön. Da wirst du wohl mitkommen. Gut, Schlüsselhammer, ab durch die Tür. Kann ich hier rein? Der Tod tut weh. Ich wollte doch nur gucken, ob da ein Bonus ist. Vielleicht war das ein bisschen dumm. Vielleicht war das ein bisschen sehr dumm. Aber wäre es jetzt so schlimm, hier den Propeller zu verlieren? Ich meine, ich kann ja hier auch mit Wandsprung so. Und ich kriege ja hier eh einen neuen. Hier brauche ich ihn halt, aber da unten kriege ich ja einen. Ne, da brauche ich ihn auch nicht mal. Ich habe ja einen Wandsprung. Also obligatorisch ist er nicht, ne? Er ist hilfreich, aber er ist nicht obligatorisch. Und wenn man ihn verliert, kriegt man ja eh einen neuen. Ist ja alles sehr freundlich gebaut. Umso dramatischer, dass ich da gerade gestorben bin. Das ist wirklich hochgradig dramatisch. Ich schäme mich auch schon zutiefst. So, aber wir sind schon wieder hier. Alles gut, es ist nichts passiert. Ich werde auch nicht mehr die Röhre ausprobieren. Lass die Röhre einfach Röhre sein. Hier ist nie was passiert. So. Ah ja. Auch hier wäre es ja nicht schlimm, die einzusammeln. Ich kann ja durch die Tür und kriege eine 9. Zumal ich könnte auch hier wieder mit Wandsprung arbeiten. Es macht halt das Level nur schwieriger. Lol. Oh, Coins. Habe ich erst gar nicht gesehen. Oh, ich will da drüben alles kaputt machen. Wir gehen gleich noch den anderen Weg. Ach, wir müssen den Weg eh gehen. Ach so. Ich dachte, ich mache das andersrum, aber verstanden. Ich musste das so machen. Ja, cool. Ups. Ich nehme an, jetzt darf ich ihn aber wirklich nicht einsammeln. Wir werden sehen. Oh oh. Doch.
wenn ich jetzt geheilt hätte, dürfte ich den ja, kann ich den ja trotzdem killen. Oder verstehe ich irgendwas nicht? Ich hätte ihn nur noch trotzdem killen können, wenn er, oder? Oder ist dann irgendwas anders? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. So, jetzt können wir uns das Bonushaus holen. Das dürfte der Stern, genau. Und wenn ich den Trick noch hinkriege, muss man zweimal ganz knapp hintereinander drücken, dann sollte es passen. Mal gucken, ob es funktioniert. Ah, das war nix. Sieht aber schön aus. Sieht aber schön aus, aber das war leider nix. Okay. Vielleicht doch nicht knapp hintereinander drücken. Propellerbox meets Hopchop. Das ist eine ganze Propellerwelt anscheinend. Ah. Okay, der muss da durch. Dann fährt er da jetzt eine Runde spazieren. Okay, verstehe. Ich muss den immer wieder antriggern. Checkt er, dass ich hier bin? Ja. Und jetzt wird er darüber gezogen. Hui! Und jetzt drückt er mit dem P-Switch hier hoch gleich. Nice. Vielen Dank. Dann befreien wir ihn hier. Wenn er jetzt hier drauf ist, drücken wir den dann auf und dann fährt er eine... Oh, Mist. Fährt er eine Runde spazieren, wollte ich sagen. Aber da war schon vorbei. Okay, der muss hier rein. Na dann, holen wir uns einen neuen. Wenn man natürlich... Ich muss es testen. I'm sorry, ich muss es testen. Ich muss es testen. Please don't hate me. Rein mit dir. Ja, reicht nicht. Mal hier bin ich. Mal hier bin ich. Brav. Und geh auf den Zwang. Gut. So. Was ich sagen wollte, wenn man schnell genug ist, ah! Habe ich gar nicht gesehen. Null. Da hat jemand mitgedacht. Wieso habe ich die Blöcke nicht gesehen? Bin ich dumm? So, jetzt wird auch nicht zerquetscht. Alles gut. Hm. Oh. Chill. Ich hab die nicht... Wow, bin ich denn blind? Unglaublich. So, ab dafür.
nur die hier gesehen. Also manchmal... Aber ja, er hat natürlich mitgedacht. Okay, hoch mit dir. Und rein. Hui. Ah, jetzt schiebt er mir die Dinger hier weg. Nee, die muss ich kaputt machen. Oh. Dann geht's hier hoch. Na komm her. Dann geht's hier runter. Oh. Ich meinte natürlich, dann geht's hier runter. Und hier rein. Na komm. Aber nicht ich, sondern du. Flup. Easy. Nein, der fällt... Oh, weil ich zu schnell war. Nicht. Oh. Okay. Jetzt kannst du hier entlang laufen. Das sollte eigentlich da gleich mit rüber passen. Nein, komm. Jetzt wartest du kurz. Jetzt erst hier hin. Du bist zu doof, ne? So, Abflug. Abflug. Und auf das Band drauf. Und dann ist alles cool. Na, ich will doch nur kurz den Knopf hier drücken. Chill, chill. Und ab mit dir. Help. Wir müssen mir denn helfen. Oh, er darf nicht sterben oder er muss sterben? Das ist die Frage. Scheinbar muss er sterben. Ah, okay. Oh, oder er darf nicht sterben. Ah, ich hab's verstanden. Er muss am Leben bleiben. Aber jetzt... kriege ich die da oben gar nicht mehr. Cheese. Jetzt habe ich nämlich... Nein, ich habe den Schlüssel ja immer noch. Oh Mist. Ja, RIP. RIP me. Ich habe den Schlüssel ja immer noch. Wait, das war richtig? Ach so, ich krieg das Two-Ending nicht. Okay, verstanden. Nehme ich aber mit. Ich verstehe, was du mir mitteilen willst. Ja, ich bin ganz böse. Ich verstehe. Coole Idee. Okay, Nummer 4. It's time to bully back.
Gut. Ah ja, verstehe. Komm her. Okay, komm her. Runter mit dir und rüber mit dir. Plopp. Okay. Die Coin holen wir uns. Wir haben zwar jetzt mit 15 Leben. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir die Leben hier knapp werden. Aber man weiß ja nie. Ist der da runter? Nee, ist Quatsch, er muss da runter. Ah, nee, der muss erstmal hier rum. Plopp, 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 plopp. Und nochmal hier. Na, so wird's nix. Plopp. Nice, Kettenreaktion. Okay, der muss weg. Hui. Hui. Was ist da unten? Der Coin. Die nehmen wir uns noch mit. Leben. Sehr gut. Weg mit dir, ich will da durch. Nein, geh weg. Ich hatte Bedenken, dass ich mir den Kopf anstoß. Aber alles gut. Da ist ein Loch, was wäre auf der anderen Seite gewesen? Boys. Geht's aber lieber nicht mehr zurück. Ich will mein Propellerhut nicht verlieren. So, was ist hier? Ah, vielleicht ist das der Bonusweg. Das ist der Bonusweg. Ah ja, cool. Wir haben einfach nur den Bonusweg gemacht. Wir kommen jetzt eher auf die andere Seite. Dann passt ja alles. Ah, das wollte ich nicht. Oh nein, jetzt wird er sich da. Jetzt löst sich der Weg wieder auf. Oh Mist. Jetzt löst sich der Weg wieder auf. Wait, wo ist mein Propellerzeug? Habe ich hier irgendwo Propeller nochmal neu bekommen? Oh Mist. Ohne Propeller. RIP. Also, den aufhalten und dann erledigt er den Swamp von selbst. Gut. Da ist mein Propeller. Boss. Ach, was mache ich denn? Ich brauche den doch gar nicht. Ich habe einen Propeller. Geht ja auch ohne. Yay! 23 Leben. Damit sollten wir das letzte Level hinbekommen. Das war glücklicherweise eine sehr einfache Welt. Ich hatte echt Bedenken, dass er irgendwie ganz schwierige Sachen gebaut hat. Aber er hat da tatsächlich eine sehr schöne, einfache, spaßige Welt gebaut. Let's go. The City's Gatekeepers. Thank you.
hätte das nicht machen dürfen, ne? Ups. Das habe ich zu spät kapiert. Ja, moin. Ich darf die gerade nicht auslösen. Okay. Ja gut, das wäre nicht das Problem. Und die Pieselstinger, die deuten mir an, ab wann ich die auslösen würde. Ab wann ich die auslösen würde. Wenn ich in dem Bereich bin, dann gehen die da wahrscheinlich hin. Na, hier geht's sogar noch. Aber es wird... knapp. Okay. Dann vertrauen wir mal lieber dem Bereich, ne? Ach so. Und das wäre der Tutorial-Raum gewesen, der mir sagt, okay, den P-Ding darfst du nicht berühren. Bleib weg vom P. Gut, wir bleiben weg vom P. Kein Problem. Aber das Geld nehmen wir mit. Gut, wir bleiben weiterhin weg vom P. Ah, verstanden. Okay. Ah, weil da der Swamp ist. Verstanden. Und da ist der andere Swamp. Langsam, 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 langsam. Und tschüss. Ja, das ist schön. Safe. Böhm macht den kaputt. Dann kann ich hier doch noch durch. Oh, das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Jetzt komme ich nicht mehr rein in die Tür. Ne? Jetzt ist RIP. Jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist alles vorbei. Oh no. Okay. Kriegen wir hin. Hilfe. Warte, wir machen das so. Klopp. So, wo bin ich vorhin? Ach ja, hier. Hier habe ich Quatsch gemacht. Jetzt kann ich da rein. Aber da darf ich nicht rein. Das war der Pixel des P's. Okay. Ich dachte jetzt, ich löse ihn wieder aus, ne? Aber diesmal hat es funktioniert. Ah, das war aber tatsächlich knapper jetzt hier in dem Abschnitt. Als in den ersten. Okay. Okay, da wollen wir nicht hin. Wir wollen den erstmal kaputt machen. Gut. Jetzt kann ich da durch. Dann wollen wir da nicht rein. Und hier rein. Jetzt ist der kaputt, jetzt kann ich mir den Schlüssel holen. Nice. Zack. Oha. Einmal Coin. Die darf nicht fehlen. Nochmal Coin.
Oh, ich hab mich jetzt von dem Schlüssel erschrocken. Gut, easy. Kriegen wir hin. Sehr schön. Zack. Und safe wahrscheinlich. Yes. Gut. Oh, ja, RIP. 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 Da muss ich ein bisschen Geduld haben. Okay. Oh, hier hoch. Hier ist nichts Gefährliches. Bis auf den Bereich da. Jetzt geht's einfach runter. Sehr schön. Zack. Jetzt kann nichts mehr passieren. Nice. Okay. Ach so. Einfach gerade hoch. Gut. City. Nice. Hier oben ist noch ein Bonus. Haha. Sehr schön. Wirkt fast aber so, als würde es dann noch weitergehen. Also als würde er dann auch noch eine Welt 2 und so bauen. Ich weiß allerdings nicht, ob man dann, wenn es jetzt mehr Welten hier geben würde, später bei Welt 2 starten kann. Ich nehme an, nicht. Dann würden wir halt die einzelnen Level spielen. Das geht ja auch. Ne? Letztendlich spielt man ja auch nur die einzelnen Level. Man setzt sie halt hintereinander. Sehr schön. Das ist tatsächlich eine Welt, die kann. Oh, Waschbär Mario Shirt. Na, das ist bestimmt super. die kann jeder spielen. Die macht jedem Spaß. Sehr schön gebaut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie lange war es jetzt eigentlich? Ach gut, eine Dreiviertelstunde. Ja gut. Ist gut, dass ich nur kurz aufnehmen wollte. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.